Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Minibag Nano Aquaristik, dem Onlineshop für Zwerggarnelenhaltung. Heute geht es um das Thema tragende Garnelen. Ganz oft werde ich gefragt, meine Garnele trägt Eier, was soll ich machen? Oder schau mir mal das Foto an, ist das der Eifleck? Was passiert jetzt? Muss ich irgendwas Besonderes tun? Und heute versuchen wir mal alle Fragen zu klären. Und schon mal zur Beruhigung, wenn eure Garnele Eier trägt oder einen Eifleck hat, müsst ihr gar nichts machen. Überhaupt nichts. Also nichts anderes, als ihr vorher auch gemacht habt. Wenn ihr zum Beispiel einmal in der Woche Wasserwechsel gemacht habt, dann macht ihr einfach weiter wie bisher, einmal in der Woche einen Teil Wasserwechsel. Bleibt bei euren Routinen, verändert das nicht. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Die Garnele scheint sich ja wohl zu fühlen, die Tiere fangen an, sich zu vermehren. Also sind die Routinen gut eingespielt und man muss überhaupt nichts verändern. Ich habe auch schon gehört, dass Leute die tragende Garnele herausfangen und in ein separates Becken setzen. Das kann ich absolut nicht empfehlen, das herausfangen, transportieren und so weiter und neue Umgebung. Das ist dann auch schon wieder Stress und kann zu Häutungen führen und das wollen wir erstmal vermeiden. Ich möchte da nicht absprechen, dass das nicht auch in bestimmten Fällen sinnvoll sein kann, wenn man zum Beispiel ein Zuchtprogramm hat oder ein kleines Experiment und genau von dieser Garnele den Nachwuchs möchte, dann kann das natürlich sinnvoll sein, sie zum Beispiel zu separieren, aber dann vielleicht nicht unbedingt in ein neues Aquarium. Es gibt ja auch diese Aufzuchtboxen, die kann man ins Aquarium reinhängen, dann sind sie halt im selben Wasser, müssen sich nicht umgewöhnen. Oder so mit Saugnäpfen rankleben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen. Manchmal auch noch mit einer extra Belüftung. Ich hatte zum Beispiel diese Cis-Boxen in meinem Shop damals. Das hat auch immer gut funktioniert, auch mit Garnelen. Also da kann man natürlich verschiedene Sachen machen. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass ihr die Garnelen einfach im Aquarium belasst und gar nichts weiter verändert. Manche verändern auch ihre Futterroutine. Das würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Es ist zwar so, dass die tragende Garnele natürlich Proteine braucht, um die Eier aufzubauen, um die Eier zu entwickeln. Wenn wir jetzt aber zu sehr in die Futterroutine wieder eingreifen und sie auf einmal sehr viel Proteine bekommt, dann kann das natürlich auch zu einem Wachstum des Körpers führen, also nicht nur zur Eientwicklung beitragen, sondern die Garnele selber wächst und häutet sich. Und bei solchen Häutungen kann es dann passieren, dass sie die Eier dann mit abwirft und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen verändert so gut wie gar nichts. Macht eure Routinen einfach weiter. Wir gehen jetzt gleich mal mit Kamera hier auf Jagd nach Weibchen mit Eifleck und eiertragenden Weibchen, dass wir uns das so ein bisschen ansehen können, denn das ist tatsächlich von Farbgebung zu Farbgebung so ein bisschen unterschiedlich. Manche Eiflecke sehen heller aus als die Körperfarbe der Garnele, manche Eiflecke sehen dunkler aus und auch die Eier haben unterschiedliche Farben und können dann von Garnele zu Garnele, also von Stamm zu Stamm, dann auch ein bisschen unterschiedlich aussehen. Der Eifleck bildet sich im Nacken der Garnele, also so einen richtigen Nacken wie wir hat sie natürlich nicht. Und das Wort Fleck ist auch so ein bisschen, finde ich, irreführend, denn es ist nicht nur ein kleiner runder Fleck, sondern es ist schon eine relativ große Fläche, die dann halt mit der Zeit auch immer größer wird und sich auch den Rücken ein bisschen so entlang zieht. Und das sieht dann, wenn der Eifleck sehr stark ausgebildet ist, so ein bisschen aus, als würde die Garnele einen Sattel aufhaben. So empfinde ich das immer, also auch so von der Form her. Und daran kann man das, glaube ich, ganz gut merken. Ich habe ganz früher, als ich jung war und angefangen habe mit der Garnelenzucht, immer gedacht, wo ist denn der Eifleck? Ich habe da nämlich wirklich an so was Kleines Rundes gedacht, aber das ist es nicht. Also es ist wirklich so sattelförmig am oberen Rücken der Garnele und zieht sich dann langsam so ein bisschen weiter nach hinten, je nach Entwicklungsstadium. Und da sind ja nun schon die Eier angelegt und ist der Eifleck gut ausgeprägt, dann ist die Garnele paarungsbereit. Und dann gibt das Weibchen Pheromone in das Wasser ab und die Männchen fangen dann mit diesem Paarungsschwimmen an, das man dann manchmal sieht. Das wird auch oft viel interpretiert, wenn die Garnelen dann so durchs Becken flitzen und herumschwimmen. Da denken manche Leute dann, die haben irgendwie Stress, irgendwas ist da im Becken und fangen an Wasserwechsel zu machen, weil Wasserwechsel ja immer so das Zauberwort ist und hilft auch bei ganz vielen Problemen. Nur, das ist ja so, dass das Paarungsschwimmen gar kein Problem darstellt. Die Männchen nehmen die Pheromone im Wasser wahr und fangen an, das Weibchen zu suchen und schwimmen deswegen dann halt so aufgeregt hin und her, weil jeder ja der Erste sein möchte.
Ich habe an vielen Stellen gelesen und gehört, dass Garnelen tatsächlich von mehreren Männchen befruchtet werden müssen, um dann Junge zu bekommen. Ob das wirklich so ist, kann ich euch gar nicht sagen, ob das wissenschaftlich wirklich so belegt ist oder so. Da müsst ihr mal selber in den Quellen forschen. Also da werden verschiedene Sachen gesagt. Meistens hört man, dass sie von mehreren Männchen befruchtet werden müssen. Und das entspricht ja auch, wenn man das so beobachtet, dem Verhalten der Tiere. Also ich würde niemals versuchen, mit zwei Garnelen zu züchten, Männchen und ein Weibchen zusammenzusetzen. Die fühlen sich auch einfach nicht wohl. Wenn man das beobachtet, je mehr in der Gruppe sind, desto aktiver sind sie. Sie interagieren ja auch miteinander. Sie betasten sich miteinander mit den Fühlern. Und sie sind einfach Gruppentiere. Je größer die Gruppe ist, desto sicherer und wohler fühlen sie sich. Und desto größere Chancen für die Zucht hat man dann natürlich auch. Wenn das Weibchen dann befruchtet wurde, wandern die Eier dann nach unten auf ihre Unterseite. Und dort befestigt sie sie dann zwischen ihren Schwimmbeinen. Die Schwimmbeine sind etwas kürzer als die Schreitbeine, die wir als Beine dann sehen und wahrnehmen. Aber das, was sie unten am Bauch hat, diese Rillen, also sozusagen diese kleinen Paddel, das sind die Schwimmbeine. Und dazwischen klemmt sie dann die Eier fest und befestigt sie auch mit irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, muss ich zugeben. Also die Eier sind da nicht nur dran geklemmt, sondern sie sind da richtig fest dran. Und sie kann sie aber auch bewegen und durch die Bewegung der Schwimmbeine, die sie auch im Stehen dann, also in Ruhe dann auch macht, belüftet sie die Eier und putzt sie auch und hält sie dadurch dann frei von zum Beispiel Verpilzungen oder Bakterien. Aber jetzt gehen wir einmal auf Bildersuche. Hier sind wir bei den White Bee Ghost und da sehen wir das ähnlich wie bei den White Pearl. Die Eier sehen wirklich aus wie so kleine Perlen. Dieses Weibchen hat schon relativ große Eier, trägt sie auf der Unterseite zwischen ihren Schwimmbeinen und man sieht auch so eine leichte Bewegung der Schwimmbeine. Manchmal fächert sie auch den Eiern so richtig Wasser zu, aber man sieht ja hier immer so dieses pulsierende, leichte Bewegen. Hier haben wir ein Tier in einem sehr interessanten Stadium. Der Eifleck ist extrem ausgeprägt, der ist schon sehr, sehr groß. Da sieht man auch, was ich mit Sattelform meine. Und wenn wir genau hinsehen, hat sie schon einige Eier zwischen den Schwimmbeinen. Sie ist also befruchtet worden und die Eier sind jetzt ganz neu zwischen ihren Schwimmbeinen und entwickeln sich dann dort weiter. Jetzt schauen wir mal bei den Yellowfire vorbei. Hier können wir ein Tier mit Rückenstrich und Eifleck sehen. Ihr seht den hellen Rückenstrich oben auf dem Rücken. Der geht wirklich von der Nase bis runter zur Schwanzspitze. Und wir sehen aber auch den Eifleck. Und der Eifleck ist tatsächlich etwas dunkler als die Körperfarbe des Tieres. Und man sieht auch, dass der Eifleck wirklich so von innen her durch die Garnele hindurch scheint sozusagen. Also er ist wirklich nicht obendrauf auf dem Panzer als Färbung, sondern wirklich tief in der Garnele drin, ist ja auch klar. Denn es sind ja wirklich die Eier, die sich dort ausbilden. Noch ein Tier, ebenso mit Eifleck und Rückenstrich und ihr seht da wirklich die unterschiedlichen Färbungen. Und hier seht ihr ein Tier, das keinen Rückenstrich hat, aber Eier trägt. Na, du drängelst dich vor. Aber hier seht ihr wieder etwas, was ich mit Sattelform meine. Hier auch sehr gut zu sehen, der Eifleck. Ganz anders gefärbt als der Rückenstrich und auch nochmal anders gefärbt als der Körper. Schauen wir uns die Orangen, die Orange Sakura, an. Hier haben wir auch ein tragendes Weibchen. Es ist ja gerade sehr in Ruhe und knabbert da am Futter herum. Und wir sehen aber wirklich wieder diese pulsierende Bewegung unten an den Schwimmbeinen, um die Eier zu belüften. Hier ein Tier mit Eifleck und da auch wieder diese typische Sattelform, so wie ein Dreieck hinten auf dem Rücken. Hier haben wir die Red Sakura und da haben wir ja schon eine etwas deckendere Körperfarbe, also eine Panzerfarbe. Und da ist es schon ein bisschen schwieriger zu sehen. Hier, ziemlich mittig, haben wir ein tragendes Weibchen und ihr seht, die Eier kann man zwar erkennen, nun stellt sie uns den Rücken zu, aber man kann die Eier halt sehen, sie sind nur fast genauso gefärbt wie die Garnele selbst. Und hier ein Tier mit Eifleck, der auch kaum wahrnehmbar ist. Es ist so eine etwas hellere, fast orangene Stelle hinten im Nacken der Tiere.
Red Willy hingegen ist der Eifleck super gut zu erkennen. Ihr seht sogar so von vorne diesen hellen Fleck hinten auf dem Rücken. Der ist wirklich vollkommen anders gefärbt als der Körper der Garnele. Bei den White Pearl ist das natürlich besonders deutlich. Der Körper ist ja so geleeartig durchsichtig und der Eifleck, der ist überhaupt nicht durchsichtig, sondern wie ihr seht, der ist wirklich richtig leuchtend weiß. Genauso wie die Eier. Nun haben wir ein bisschen Algen hier an der Futterschale, deswegen ist das nicht so gut zu sehen. Aber die Eier sind da schon ganz deutlich zu erkennen. Richtige runde Perlen. Bei den Blue Pearl hier sind die Eier sehr deutlich zu erkennen. Die heben sich nämlich wirklich vom Körper ab und sie sind so grau-braun. Das ist ganz oft bei bläulichen Garnelen so. Bei der Golden Tiger dasselbe, die Eier sind bräunlich und sehr gut abzuheben vom Körper. Also das kann man bestens erkennen. Und hier sehen wir auch wieder wunderbar, wie sie die Eier pflegt, also auch die Form der Schwimmbeine. Bei Garnelen, die sehr deckende Panzerfarben haben, sind die Eier und halt auch der Eifleck total schwierig zu erkennen. Hier seht ihr, ich kann nicht so gut ranzoomen, dann wird es schlechter, wie diese Black Bee die Eier pflegt. Aber ja, man kann die Eier eigentlich kaum richtig erkennen unter den Schwimmbeinen. Bei den Green Jade ganz ähnlich. Die sind halt so dunkel gefärbt, dass man die Eier so gut wie gar nicht erkennen kann, geschweige denn die Eiflecke. Aber mit der Zeit entwickelt man dann ein Auge dafür und dann ist es umso schöner, danach zu suchen und zu gucken, wenn man dann weiß, wie man sieht. Und hier seht ihr auch dieses Weibchen links, das kleinere, trägt Eier. Leider bewegt es gerade die Schwimmbeine nicht, aber man sieht so ein kleines bisschen die Eier. Auch hier ein Bloody Mary Weibchen, das die Eier gerade pflegt. Sie geht da sogar mit den Schreitbeinen so ein bisschen dran und versucht sie zu putzen und dreht die Eier. Jetzt ist leider eine Schnecke davor, aber ich glaube, ihr könnt es erkennen. Ich verlinke euch oben in der Infobox ein Video zum Thema Babygarnelen, das ich vor ein paar Monaten aufgenommen habe. Denn das ist halt auch eine ziemlich häufige Frage. Ich habe Babygarnelen entdeckt, was mache ich jetzt? Und auch da eigentlich nichts. Wenn ihr das Becken schon garnelensicher eingerichtet habt, dann braucht ihr wirklich gar nichts machen. Und ich hoffe doch, dass jeder sein Becken schon bevor die Garnelen einziehen, es auch für die Garnelen geeignet eingerichtet hat. Und dann können auch Babygarnelen dort leben. Aber auf was man ganz genau achten muss und wieso es sein kann, dass man die kleinen Babys besonders am Anfang erstmal gar nicht entdeckt, das habe ich in diesem Video erklärt. Hier oben in der Infobox. Zauberwort Moos kann ich euch da nur sagen. Findet ihr auch im Online-Shop. Wenn ich gefragt werde, wie lange tragen denn Garnelen eigentlich die Eier und ich dann sage, ja, so ungefähr 4 Wochen, werde ich immer so ein bisschen angeguckt wie, weißt du es nicht genau, aber das ist halt die Antwort. Es sind ungefähr 4 Wochen. Denn es ist ja nicht so wie bei uns Säugetieren. Diese Tiere, das sind halt Krustentiere, die sind auf die Umgebungstemperatur angewiesen und deren Lebenszyklus ist auf die Umgebungstemperatur angewiesen. Und je wärmer es ist, desto schneller verläuft dieser Zyklus und je kühler es ist, desto langsamer. Und genauso ist es auch mit der Eientwicklung. Nicht nur der Lebenszyklus des Tieres, sondern halt auch schon die Eientwicklung. Die bewirkt sich ganz groß, die Temperatur wirkt sich ganz groß auf die Eientwicklung aus. Und deswegen kann das 3 bis 4 Wochen sein. Es kann aber auch bis zu 6 Wochen halt dauern, wenn es sehr kühles Wasser ist. Wie jetzt zum Beispiel draußen bei mir im Miniteich. Also ändert auch bitte nichts an der Temperatur in eurem Becken, wenn ihr keine Heizung habt, was auch vollkommen in Ordnung ist bei Garnelenbecken im normalen Wohnraum, wo wir halt die normalen Raumtemperaturen haben, ist das vollkommen okay für die Tiere und da muss keine Heizung rein. Und verändert das bitte auch nicht, wenn ihr dann seht, dass sich Junge ankündigen, keine Heizung reinsetzen, wenn ihr keine habt, keine Heizung ausschalten, wenn ihr eine drin habt, sondern alles so sein lassen, wie es nun mal ist. Ihr seht also, meine Lieben, die Aufzucht von Garnelen, gerade von dieser spezialisierten Form, wie ich sie hier habe, ist überhaupt kein Problem. Wenn man das Becken gut vorbereitet hat und sich vorher über so ein paar Sachen informiert hat, dann ist das wirklich überhaupt kein Hexenwerk. Macht euch nicht so viel Kopf.
Bei anderen Formen, also bei den ursprünglichen Formen, wo aus den Eiern keine voll ausentwickelten Garnelen schlüpfen, sondern Larven, da ist das dann schon ein bisschen schwieriger, besonders bei den Amano-Garnelen. Die gehören nämlich zu denen, die Brackwasser brauchen, um sich zu entwickeln und in einer bestimmten Entwicklungsstufe dann wieder zurück ins Süßwasser gesetzt werden müssen. Deswegen ist die Aufzucht sehr schwer und deswegen gibt es auch immer noch viele Wildfänge in den Shops und deswegen gibt es diese Garnelen nicht bei mir im Shop zu kaufen, sondern ich habe nur Garnelen von dieser spezialisierten Form, die im Süßwasser aufgezogen werden können und auch mit relativ wenig Aufwand. Ich wünsche euch also viel Spaß bei euren Zuchtprojekten. Habt ihr irgendwelche Projekte am Laufen, dann schreibt es doch mal nach unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren und vielleicht findet ihr irgendetwas, was ihr gebrauchen könnt für eure Projekte bei mir im Online-Shop auf www.minibeck.de. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis bald!